Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid bei Winkelche, The Little Shop. Ja, und es geht weiter. Der letzte Herbsttag ist angebrochen und wir dürfen heute unsere Schulden begleichen. Dementsprechend möchte ich jetzt erstmal den Tag noch spielen und dann in den Winter wechseln. Und erst danach schauen wir wegen dem Umbau. Es ist ja gar nicht so viel Geld, muss man einfach mal zugeben. Und auf Level 28 schalten wir einen neuen Marktkarrenstand frei. Ne? Dann kriegen wir den hier. Weil wir haben jetzt diesen kleinen hier. Ne? Da kommt halt eine Ware drauf, vermute ich mal. Nur innen erlaubt. Okay, da müssen wir mal gucken, ob das... trotzdem zählt, wenn wir die Steinplatten hingestellt haben. Den gibt es sogar erst ab 29. Aber die hätte ich halt eigentlich schon gern, ne, bevor ich draußen wirklich umbaue. Das heißt, der Plan wäre jetzt heute, wir wechseln in den Winter und dann machen wir den Küchenbereich bzw. hier den Essbereich nochmal ein bisschen größer, weil wir ja doch inzwischen recht viel anbieten können, / wollen und dürfen. Genau, und deswegen fackeln wir nicht lange. Wir zahlen jetzt die Zeche und erleben den letzten Herbsttag sogar mit einer langen Nacht. Schön. Das heißt, wir werden wahrscheinlich wieder ein bisschen Schwierigkeiten bekommen mit dem Essen, aber gut. Oder mit den Waren allgemein, weil sie uns dann wahrscheinlich alle leer kaufen. Aber wir gucken einfach mal, ne? So. Wir schauen einfach mal. Sie ist schon unterwegs, unsere liebe Angestellte Willemischen. Nennen wir sie einfach Willi, okay? Ganz liebevoll. Oder Will. Will ist cool. Also so, weißt du, so Will. Genau. Wir helfen ihr natürlich ein bisschen, lassen sie da nicht komplett alleine. Allmächt, was ist denn hier kaputt? Ey, Leute. Holla, die Waldfee. Und dann hoffen wir eigentlich so ein bisschen auf gute Angebote. Spezifisch gesehen eigentlich hauptsächlich so diese Ressourcensachen. Hufeisen nicht, also gerade so Kamille, wobei wir Kamille tatsächlich eigentlich echt gut herrschen. Ich weiß nicht, wie es im Winter ausschaut. Ne? Ich weiß nicht, ob wir im Winter... ausreichend Sachen herstellen. Da bin ich mir echt unsicher, ne? Oh, das ist aber gut, ne? Da holen wir uns einfach die drei. Apfelkuchen, 38% reduziert. Oh, Profit 44. Ach, komm, alles, was wir jetzt sparen können, das können wir sparen. Das ist gut. Hier haben wir noch 10 Stück. Oh, es ist halt eine lange Nacht, ne? Ich will halt echt ein bisschen auf der sicheren Seite sein. Also ich möchte jetzt eigentlich schon ein bisschen investieren. Schönheitscreme 9. Da zahlen wir 26, bekommen wir immer noch Profit raus. Ja. Ist schon viel, ne? Da wäre die hier echt cool, aber davon haben sie im Moment nicht so wirklich viel gekauft. Kartoffeln. Da haben wir 2. Dann holen wir auf alle Fälle nochmal 2. Dann können wir nämlich die hier ganz gut. Okay, passt. Schauen wir mal, was als nächstes für Händler noch kommen. Und, oh. Da wollen sie. Ist aufgestiegen und erwartet mehr Lohn. Ja, da müssen wir jetzt, aber ich glaube, das können wir jetzt hier nicht direkt. Oh. Was ich noch, genau, jetzt hier. Ne? Entschuldigung, ich habe letzte Folge tatsächlich meinen Satz ja nicht zu Ende erzählt. Wenn die Ware halt... hier am Tresen dann kaufen, ne, die letzte Ware, dann gehen die danach nicht mehr einkaufen. Deswegen ist es so wichtig, dass du schaust, dass eben halt die Warenbestände immer voll sind. Weil wenn die dann eigentlich eventuell doch noch 2, 3 Sachen mehr kaufen würden, aber es dann nichts mehr da ist, dann verzichten sie halt drauf. Ne? Und deswegen, 50%, dann nehmen wir alles mit. Und füllen auf bis 50. Da haben wir 50. Eisen brauchen wir keinen. Das nehmen wir alles erst im nächsten Jahr mit. Kartoffeln brauchen wir auch nicht. Weizen brauchen wir auch nicht. Nein, was? Nein, oh Gott. Tastatur. Neue Tastatur, es tut mir voll leid. Ja, und dann wollte ich eigentlich eben halt sagen, dass das eben halt dann, dass das dazu führt, wenn du ihnen das persönlich verkaufst, dass sie dann eben aufhören einzukaufen. Und das wollen wir ja eigentlich nicht, ne? Wir wollen ja, dass sie wirklich
in jeden, also möglichst viel einkaufen. Und von daher, ja, ist es immer günstig, wenn du einfach mehrere Sachen, ne, anbietest. Ne, jetzt haben wir hier immer drei und trotzdem haben sie jetzt eben halt die Heiltränke, waren dann doch ausverkauft. Das ist dann schon ärgerlich. So, naja, ich wollte die jetzt eigentlich, boah, aber ein halbes Level haben wir jetzt gemacht, das ist cool. Ist jetzt noch mehr? Eigentlich nicht, oder? Gut, du gehst jetzt? Oh, schön. Aufgabe gescheitert, bleib warm. Ja, das macht ja nichts. Ich habe ja auch keine Kleidung angeboten, deswegen ist das jetzt auch in Ordnung. So, wir haben hier unsere Angestellte. Ach, hier ist es, genau. Und da müssen wir jetzt dann Lohn akzeptieren. Da gibt es ein bisschen mehr, ne? Da freut sie sich dann auch. Und ich glaube, wenn die fröhlich sind, dann sah jetzt zumindest so aus, sind sie dann auch ein bisschen schneller. So, Zeche ist bezahlt. Nächste Mal in 5 Tagen müssen wir 770 bezahlen. Das ist natürlich jetzt schon nicht so wenig, aber das kriegen wir hin. So, nachdem ich hier den Bereich ein bisschen vergrößern will, müssen wir natürlich auch dann dementsprechend den ganzen Bereich hier so ein bisschen umräumen. Dann gucken wir mal, wie groß ich das Ganze mache. Für H2 wäre schon gut, ne? Wenn wir 2 mitnehmen. Mal gucken, wie viel ich tatsächlich finanziell leisten kann. So, jetzt gucken wir mal, dass wir das hier hinten noch alles irgendwie mit dazu packen. Den packen wir auch noch mit dazu. Das sind okay. Kann man die wahrscheinlich so ein bisschen austauschen. Das müssen wir dann mal gucken. So. Gut, dass wir die hier einfach so platzieren können. Ne? Das wäre echt ärgerlich, wenn du den ganzen Bereich auch noch dazu kaufen müsstest. Weil das wäre, glaube ich, nicht machbar. So, jetzt haben wir hier nochmal so ein bisschen Gerenne. Aber ich glaube, das müsste jetzt dann grundsätzlich passen. So. Dann packen wir den noch damit dazu. Das machen wir schon nochmal ordentlich, ne? Vielleicht unterteilen wir auch nochmal so ein bisschen in, ja, die Kräuter kommen halt auf die Seite und die ganzen Lebensmittel auf die. Das weiß ich jetzt noch nicht. Das wird sich dann mit der Zeit zeigen. Jetzt im Moment passt mir das erstmal so, weil das eh noch kein Außenbereich ist, wo die Leute hingehen und schauen. Ich denke, das wird sich ändern, wenn wir dann draußen die Marktstände aufbauen. Sehr schön. Gut, dann haben wir hier noch mal ein bisschen. Ja. Oh, sehr gut. Kamille ist auch hervorragend. 46 passt. Ja, aber Lavendel, ne? Lavendel ist echt wenig. Also sehr schade. Das, bin gespannt, wie das sich jetzt im Winter ausmacht. Von den Preisen her, ich denke, wir werden für die Lebensmittel jetzt bestimmt ein bisschen mehr bezahlen müssen. Wir gucken aber mal. So, pass auf, jetzt machen wir das erstmal so. Oh, das ist aber die falsche Wand, ne? Da haben wir die rote Wand genommen. Dann machen wir das erstmal so. Genau. Hier kommt nochmal eine Wand dazu. Mm, sehr schön. Und dann haben wir hier jetzt dann den roten Kachelboden. Ja, guck mal, ne? Es ist halt eigentlich nur das Stückchen mehr. Aber ich, also, ne? 5 Kacheln und trotzdem bist du schon bei 3200. Ich riskiere es trotzdem, mache jetzt hier eben halt nochmal. Oh, Wahnsinn. So. Änderung. Achso, nee, warte. Nein. Und ich hätte gerne hier nochmal ein Fenster reingemacht. Nach draußen. Süß. So, jetzt hat. Möchtest du die Änderung alles? Ja, okay. Kira, du kommst hier nicht vorbei. Ja. Hupsi. So, jetzt hat. Oder lieber ein ganz, nee, nicht ein ganz großes. Warte, wir machen eine Tür. Ich glaube, das ist schöner. So. Dann hätten wir hier nochmal. Genau, dann machen wir
Ah, nee, weißt du was? Wir machen hier den Schrank hier hin. Erstmal kurz. Hallo, kannst du dich mal kurz irgendwie dahin platzieren? Dankeschön. Dann machen wir den Herd. Feintuning. So. Genau. Dann verkaufen wir den. Dann hätte ich nämlich gerne einen großen Schrank. Einen großen Lagerschrank. So. Entschuldigung, steht der gerade? Ja, schon, ne? Sah jetzt echt so ein bisschen ungerade aus. Dann werden wir jetzt einen Großteil von der Herbstdekoration verkaufen, wobei ich den eben halt sehr schön finde. Und von daher lassen wir den jetzt schon mal da. So, und hier, die hier machen wir jetzt dann weg und da brauchen wir jetzt einfach ein bisschen mehr Lagerplätze. Oh, sollen wir mal die blauen nehmen? Habe ich davon auch Tresen? Ja, habe ich. Oh, das ist ja vielleicht gar nicht so schlecht. Warte mal. Das finde ich vielleicht gar nicht so schlecht. So. Da müssen wir dann natürlich gleich ordentlich Dekoration nachziehen. Ah, das ist aber hier so ein behangener Schrank. Ah, okay. Gut. Kann ich jetzt hier trotzdem noch den da drunter packen? So thekentechnisch? Echt nicht? Wie gemein. Nee, das geht nicht. Okay, na dann halt nicht. Geht das? Das würde gehen. Okay. Ne, ich würde jetzt gern so ein bisschen, ja, schon fast so wie in der Küche halt richtig, ne? So thekentechnisch. Ich könnte mir das gut vorstellen, wenn er denn dann mitmacht. So. Und dann machen wir hier dann den großen Schrank. Die sehen so klein aus, ne? Passen da wirklich sechs rein? Tatsächlich. Ja, ich bin gespannt, wie sie das hinkriegen. So. Lässt du dich platzieren, bitte? Ja, ne? Und dann machen wir. Nee, will ich nicht. Nee, nicht mit Gedöns. Also ich habe keine Ahnung, wie viel Lagerplatz wir jetzt gerade schaffen. Aber es gefällt mir auf alle Fälle ganz cool. Ganz gut. Jo, so. Dann machen wir hier nochmal so eine Küchenzeile im Prinzip hin. Na? Oh. Die Maus bewegt sich gerade kein Stück. Vielleicht solltest du anfangen, mit der Shift-Taste zu arbeiten. Dann geht es auch wieder ein bisschen einfacher. So, dann gucken wir mal dekorationstechnisch. Oh, schau mal, botanische Illustration. Okay, kann ich die jetzt dahin machen? Ja, tatsächlich. Schön, gefällt mir. Dann Alchemie brauchen wir nicht hier drinnen, ne? Materiallager, das auch nicht. Gärtnern auch nicht. Was ist das? Ach, eine Wasserpumpe. Ich habe jetzt gerade schon gedacht. Dann packen wir jetzt hier mal wieder so einen Kronleuchter hin. Und hier packen wir dann nochmal so einen runden Teppich hin. Ne? Wir müssen ja schon schauen, dass wir da die Attraktivität nicht zu weit nach unten ja, fallen lassen. Gut, und jetzt sieht es doch schon eigentlich ganz nett aus. Ne? Ich weiß nicht, ob ich jetzt wirklich mehr Lagerplatz habe als vorher. Das werden wir jetzt dann halt einfach herausfinden. So, und zwar machen wir das jetzt so, dass wir erstmal die ganzen Lebensmittel, das sind die einzelnen, da packen wir jetzt dann einfach mal ein bisschen was drauf. So, Artischocken. Dann machen wir hier noch die Bohnen, haben wir da grüne? Ja. So, dann halten wir. Ach, die kommen dann oben drauf. Okay. So, dann hätten wir Kartoffeln. Dann machen wir Äpfel. Und da machen wir dann Blaubeeren. Ach so. Jetzt ist es da übereinander, ne? Das finde ich jetzt eigentlich nicht so schön, muss ich sagen. Dann machen wir das doch andersrum. Dahin.
Jetzt. Ja, jetzt. So, und pass mal auf, dann machen wir hier aber die Blaubeeren. Da machen wir die Äpfel und da oben packen wir das Getreide hin. Ich glaube, das gefällt mir besser. Dann haben wir die Kartoffeln. Also ich hoffe, dass ich jetzt von allem zweimal drauflegen kann. Käse, Fleisch und Blumenkohl. So, und dann habe ich aber noch nichts anderes, ne? Haha, haha. So, jetzt guckst du mal. Ja, nischt hat's so andret. Wie machen wir das jetzt am besten? Warte mal, wenn ich jetzt hier einfach, da setzt sich ja eh keiner drauf, ne? Das ist ja im Prinzip wirklich nur dekorativ und hat eigentlich keinen Nutzen. Das heißt, wenn ich jetzt dann nochmal so einen normalen Tisch hier hinpacke. Ach Quatsch. So, da haben wir jetzt Brot und Gemüsesuppe und jetzt müssten wir hier Mahlzeiten, eine normale Ja, doch, das passt schon. Was ist das? Eine Kartoffelsuppe? Nee, Gemüse, ach, ein Gemüse-Eintopf. Also das ist eine Suppe und das ist ein Eintopf. Okay. Und dazu gibt es halt ein Brot. Ach so, da haben wir schon ein Brot. Na, dann gibt es halt dazu eine Quiche. Ja. Und jetzt bräuchten wir halt doch nochmal irgendwie irgendwas. Ist halt ein bisschen klein. Da kommt halt nicht so viel rauf. Aber gut, dann machen wir das halt so. Ein Haferbrei fehlt uns noch, ne? Der Haferbrei. Ah, schau da oben. So. Das ist jetzt erstmal alles. So, dann, ja, essenstechnisch gibt es halt immer nur eins. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Okay, wir haben jetzt noch 3.500. Ich würde jetzt tatsächlich mal den ersten Wintertag spielen. Dann gibt es nämlich neue Dekorationen, bin ich der Meinung. Genau. Und dementsprechend sieht es dann halt schon ein bisschen anders aus. Guck mal, 18 mal Artischocke. Hier. Egal. Muss. Genau, so, jetzt haben wir hier noch. Dann nehmen wir den Spargel. Wie viel habe ich noch? Oh, nicht viel, ne? So, passt. Ja, und hier kann ich dann jetzt erstmal nichts nehmen. Ja, mehr Getreide habe ich jetzt auch gar nicht. Das ist halt alles morgen erst fertig, ne? X. Ja, geht schon. Geht schon, geht schon, geht schon. So, tränketechnisch schaut es eigentlich relativ gut aus. Oh, guck mal, hier haben sie wirklich gut eingekauft, ne? Also, die Tränke, die sind gut weggegangen. Sehr nice. So, von dem Lavendel haben wir halt einfach nicht mehr genug. Deswegen würde ich da jetzt auch nicht so viel machen. Hier können wir hingegen schon 8 Stück herstellen. Das macht auf alle Fälle Sinn. Das ist in Ordnung. So, brauchen wir hier Lavendel? Jep. Hier brauchen wir keinen. Dann machen wir das natürlich auch. Aber Alraunen gehen... Oh, das ist die letzte Alraune. So, dann haben wir hier... Ich habe kein Salbei mehr. Okay. Das war das. Hier könnten wir jetzt wieder ein bisschen was machen. Oh, 5 ist halt schon übel, ne? Nee, das will ich nicht. Ja, so auf der einen Seite cool, dass wir jetzt im Prinzip jeden Tag immer schön ein bisschen Lavendel haben, ne? Aber ja, richtig, richtig gut ist das halt auch nicht, ne? Aber gut. So, auf geht's. Wir probieren das. Leise rieselt der Schnee. Ja, Nahrung ist teurer. Kleidung ist billiger. Es kommen weniger Kunden. Naja gut, es ist natürlich klar, dass jetzt weniger Kunden kommen, weil es halt einfach so kalt ist, dass keiner mehr raus will. Ja, ich bin, wie gesagt, gespannt, was passiert mit unseren ganzen
Ja, ob die halt trotzdem wachsen, wir werden sehen. So, es ist wirklich ein bisschen gemütlich jetzt hier, ne? Du bist unbeschäftigt, weil halt noch nichts gekauft wurde. Ah, jetzt doch. Okay. Ah, gefällt mir. Also es ist eigentlich ganz cool hier jetzt. Es ist ganz nett. Brot. So, was hast du denn? Ressourcen. Jetzt machen wir nochmal hier nach Prozente. Das heißt, das, was am günstigsten ist, es kommt nach oben. Da nehmen wir auch gerne nochmal ein bisschen was mit. Wir brauchen noch nicht viel, aber es ist okay. Aber ich habe schon Angst gehabt, dass wir ja wahnsinnig viel Geld bezahlen müssen für die Ressourcen. Aber es gibt trotzdem noch Ressourcen, die super günstig sind. Also von daher ist das schon in Ordnung. Hast bloß leider nicht so viel von den Sachen, die ich gerne haben hätte wollen, ne? So, aber gut, damit kommen wir dann schon irgendwie zurecht. So. Ich hoffe, sie fühlt sich dann, unsere Willy fühlt sich nicht irgendwie benachteiligt, weil ich jetzt halt doch noch so viel mitmache, aber gut. So, da haben wir auf alle Fälle genug, ne? Stahl ist noch jede Menge da. Holz brauchen wir nicht. Da nehmen wir auch nichts mit. Ja, das ist auch nichts. Also ich denke, da können wir, den können wir gehen lassen. Schade, dass der jetzt nichts Gescheites für uns hatte, ne? So. Hier müssen wir noch ein bisschen auffüllen. Aber ich bin trotzdem eigentlich relativ zufrieden. Also es hätte jetzt auch weniger sein können, ne? Von der Menge der Gäste, Kunden. Oh, du! Du wirst mir doch hoffentlich ein bisschen was Gutes bringen. So die Blaubeeren, auch wenn wir Blaubeeren ein bisschen selbst anbauen können, hier nehmen wir die auf alle Fälle mit. Das machen wir auch. Äpfel. Ja, ich glaube, Äpfel macht schon auch noch Sinn. Achso, Steuerung und Shift, das war's. Weil wir ja Äpfel nicht nur verkaufen, sondern auch als Zutat brauchen. Der ist mir zu teuer. So, und hier brauchen wir eigentlich auch nichts, ne? Okay. Schade, hast leider nicht ganz so viel gehabt, wie ich mir gewünscht hätte. So, Lavendel verkauft. Gut, okay. Naja, schau. Wie weit bist du jetzt vom Level her? Oh, fast schon Level 3. Okay, das ist cool. Das ist in Ordnung. Das kann man so durchgehen lassen. So. Okay. Ja. Mehr ist jetzt halt gerade nicht, ne? Und ich glaube, jetzt gehen sie dann auch alle, ja. Tschüss! Wiedersehen! Verkaufe Gegenstände im Winter. Schon am ersten Tag schon fast alle verkauft. Großartig. So gefällt mir das. Haben wir jetzt auch tatsächlich neue Deko bekommen? Also so Winterdeko? Ja, schau, ne? Eine Wintergirlande. Oh, kann ich die hier? Oh, cool. Warum kann ich die denn nicht... Achso, wegen dem Schrank, ne? Ich bin gespannt, ob es jetzt geht. Haha, geil. Ah, wie schön. Ich finde es großartig. Ja, oh, schön. Das ist toll. Das gefällt mir. Sehr schick. Gut. So, aufgefüllt hatte sie ja, ne? Deswegen ist sie ja auch so lange geblieben. Dann brauchen wir jetzt erstmal so noch nichts weiter. Level 28 schaffen wir dann irgendwann noch. Okay, also das scheint hier jetzt gerade tatsächlich keinerlei Probleme zu machen. Ja, super, würde ich sagen. So, dann können wir hier die goldenen noch mit einpflanzen. Das ist auch in Ordnung, ne? Dass wir jetzt hier so viele Blaubeeren haben, das ist super gut.
Supi. So, dann gießen wir da alles noch. Da haben wir dann Kamille fertig. Ja, aber wichtiger wäre halt der Lavendel, ne? Aber gut, jetzt haben wir ein bisschen was gekriegt. Ich weiß gar nicht, wie viel haben wir jetzt rausgekriegt? Komme mal zwei, ne? Was hatte ich jetzt? 5? 12? 3? So. Das ist auch sehr gut. Ja, jetzt haben wir auch wieder ein bisschen Getreide. Schee. Das ist doch super. So, dann geht es jetzt im Prinzip nur noch darum, dass wir die Sachen auffüllen. Da können wir jetzt doch einfach mal ein bisschen mehr machen. Genau, dann können wir hier 2 machen. Hier brauchen wir 3 von. Ja, Getreide ist schon wieder aus. So, dann machen wir das da. Okay, und jetzt bräuchten wir hier eben halt nochmal. Ist halt schon blöd, ne? Einmal und noch einmal. Gut, mehr geht halt einfach nicht, ne? Kartoffeln haben wir richtig viele. Das ist super. Da können wir dann eigentlich auch nochmal 5 machen. Oh nein. So. Dann machen wir hier noch. Gut. Jetzt haben wir da einen Braten. Das ist lecker, glaube ich. Gut. Aber kein Platz für den Braten. Den gibt es also nur auf Anfrage. Dann brauchen wir nur noch die hier. Habe ich das jetzt eigentlich gemacht? Nö, ne? Aber gut, das macht nichts mehr. Jetzt ist das auch im Moment ein bisschen zu unsicher. So, da können wir auf alle Fälle nochmal welche machen. So, hier mit dem Lavendel. Ja, jetzt ist natürlich ein bisschen die Frage, ne? Ich glaube, da macht es Sinn, dass wir so ein bisschen schauen, welche wirklich wichtig sind. Oh, davon haben wir nur 3, ne? Salbei, okay, aber ich denke, das passt so. Okay, gut. Jo, ihr Lieben, ich würde sagen, für heute soll es jetzt erstmal gewesen sein. Wir haben unseren Speiseraum, Speisewirtschaftsanbieterraum ein bisschen vergrößert. Haben hier die ganze Menge an kleinen Gärten umgestellt und die Angestellte gelevelt. Die müsste jetzt dann eigentlich auch, ja gleich, ne? Am nächsten Tag ist sie dann auf alle Fälle Level hoch. Sehr nice. Jetzt gucken wir mal, ob wir sie irgendwann dann auch glücklich machen können. Ja, mega gut. Schauen wir, wie können wir auch eigentlich im Prinzip feuern und neu dazu holen. Die ist super günstig, ne? Guck dir das mal an. Die will bloß 13 Münzen haben pro Tag. Geil. Die Anne. Anne ohne E. Ja, jetzt gucken wir dann mal. Level 28, 29, 30 fände ich schon noch cool, bevor ich so einen offenen Marktplatz baue. Das müssen wir dann einfach mal ein bisschen gucken. Ich freue mich auf alle Fälle. Danke, dass ihr mit dabei wart. Ihr lasst es euch gut gehen. Ja, bleibt gesund und munter. Und tja, dann sehen wir uns, wenn ihr möchtet, in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.